Hallo, liebe Kommunionkinder, liebe Kommunionfamilien. Wer mich noch nicht oder nicht mehr kennt, ich heiße Carlo Wingerter und bin hier Pastoralreferent in der Pfarrei. Ich koordiniere und leite die Erstkommunionvorbereitung. Wenn ihr das vielleicht noch wisst, im Herbst haben sich über 50 Kinder angemeldet für die Erstkommunion in diesem Jahr. Und gerade rechtzeitig vor den ersten Einschränkungen fanden auch die Elternabende statt und wir haben sogar eure Gruppen schon eingeteilt. Ich glaube, die meisten von euch haben auch Kontakt schon zu ihren Gruppenleiterinnen gehabt und haben sie getroffen vielleicht sogar. Durch die Corona-Pandemie ist dann allerdings alles anders gekommen, als wir es uns geplant hatten. Manches musste gestoppt werden, manches verschoben und manches ist sogar ganz ausgefallen. Ich denke da vor allen Dingen auch an Weihnachten. Immerhin, viele von euch, einige von euch habe ich getroffen schon im Gottesdienst und ich weiß, dass einige von euch auch schon ihre Kirche besucht haben und dort im Gottesdienst waren. Zurück ins Hier und Jetzt. Die Situation verbessert sich Stück für Stück, sodass es bald wieder sein könnte, dass wir aktiv werden. Das wird für uns alle eine große Erleichterung werden, das denke ich schon. Um die Zeit bis dahin noch zu nutzen, möchte ich euch jetzt und heute eine besondere Art zeigen, wie wir das Vaterunser bei uns in unseren Gottesdiensten in Zukunft beten möchten, nämlich das Vaterunser mit Gesten, mit Bewegungen. Es mag sein, dass das für euch am Anfang ungewöhnlich ist, wenn man sich da bewegt während des Betens, aber ich verspreche euch, es geht leichter und ist auch viel intensiver, wenn man diese Gebärden dazu macht. Man muss dabei etwas langsamer beten, als man sonst vielleicht gewöhnt ist. Ich lade euch ein, doch jetzt gleich mitzumachen, wenn ich es euch vorbete, wenn wir gemeinsam das Vaterunser beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Ja, liebe Kommunionkinder, so möchte ich mit euch gerne dieses wichtige Gebet sprechen. Und wenn ihr die Gesten einmal gut könnt, dann probiert doch einmal aus, wenn ihr das Gebet nur mit Gesten und ohne Worte sprecht. Neben dem Vaterunser empfehle ich euch auch noch zwei Gebete und Texte, nämlich das Glaubensbekenntnis und das Gegrüßet seist du Maria. Diese drei Gebete, Texte sind Dinge, die jeder Christ auswendig im Schlaf können sollte. Damit habe ich euch eine wichtige Lernaufgabe für diese nächsten Tage gegeben und bin sehr gespannt, was ihr mir berichtet und wie es werden wird, wenn wir dann gemeinsam das Vaterunser auf diese Art beten werden. Wer schon ein bisschen für den Kommunionkurs vorarbeiten möchte, den lade ich ein, diese Kinderbibel, eure Kinderbibel zu Hause einmal herauszuholen und immer wieder darin zu blättern. Es stecken ganz viele spannende und interessante Geschichten darin. Einige davon werden wir dann auch später noch in den Kommunionsstunden aufgreifen und genauer besprechen und betrachten. So, das war jetzt mein erstes Video, nicht nur an euch, sondern überhaupt. Ich freue mich auf den weiteren Weg zu eurer Erstkommunion, vermutlich kurz vor den Sommerferien. Es wird sicher ein unvergessliches Erlebnis für uns alle werden. Seid gegrüßt und behütet. Bis bald.